Hallo Leute, hier ist Black und Gaso. Ja, und weiter geht's mit Retro-Spielzeug der 80er und Anfang der 90er, könnte man jetzt sagen. Also Anfang der 90er müsste so bis 94 gehen. Mhm. Weiß jetzt nicht, wie lange Garolds geht, muss ich gleich mal auf der Rückseite gucken. Ja, kann schon hinkommen. Also, ja, müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall X-Men. Ja, auch hier wieder einige Sachen, die hinzugekommen sind. Und ja, weil es verschiedene Serien sind und ich immer nur wieder eine Figur dazu habe, lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Sonst dauert das ewig, bis sie wieder. Und so seht ihr auch mal, was der Gaso euch immer so ein bisschen unterschlägt, wenn es nur eine Figur ist. Das tue ich wirklich. Also, ja, ne, richtig. Wenn ich gar keine sehe. Ich kenne das auch, wenn ich irgendwie Hörspiele habe und ich habe gerade mal eins und ich weiß, ich komme in der nächsten Zeit nicht. Dann geht das auch so durch, also muss ich schon sagen. Aber dann sieht ihr das meistens in meiner Sammlung zum Beispiel. Ne? Richtig. Oder andere Sachen halt, wenn man dann wieder die gesamte Sammlung zeigt. Genau, da kommt mal ein Masked-Fahrzeug zu und dann denkst du dir, ja, oder eine Figur, und dann sagst du, ja, passt jetzt nicht, da müssen wir ein zweites oder ein drittes damit im Video machst, weil da wollte ich jetzt auch nicht von. Aber so seht ihr mal, weil wir haben alles, was wir hier haben, haben wir fast schon mal gezeigt, bis auf, ich glaube, 3 Serien. Die haben wir noch nicht gezeigt, oder kommt aber auch noch was. Mhm. Ja, mit was beginne ich denn am ehesten? Ich würde sagen, ich arbeite mich von hinten nach vorne, würde ich am besten sagen. Und zwar nehme ich mal das Größte am besten. Da hatten wir schon mal was gezeigt. Ja, Robocop. Ich guck mal, was ist mit den Figuren hier so. Ja, genau, weil ich nichts beschädigen möchte. Und zwar haben wir schon mal von Robocop gezeigt. Das, glaube ich, war das Auto, original verpackte Figur von Robocop. Hier, das müsste von 1992, 92, 93. Da, 94 sogar. Ja, guck mal, 94 ist das her. Ja, und zwar war das so eine kleine Serie. Da gab es nicht viele Figuren. Vielleicht 5 oder 6 Figuren gab es davon. Und 3, 4 Fahrzeuge und so einen komischen Punk oder sowas. Ja, und das ist mal endlich ein original verpacktes Fahrzeug. Und zwar ist es eine Hummer. Ne? Müsste ein Hummer sein, oder? Ist ein Hammer? Oder dreh mal um. Dreh mal ziemlich um. Also ein Humvee, was ist es? Doch. Ist das ein Hammer? Doch, ich glaube Ich glaube ja wohl, das ein bisschen aussieht wie beim normalen Jeep hier vorne. Kann ich gar nicht so sagen. Das weiß ich nicht. Oh, ist eine Mischung zwischen. Aber die reine Form sieht aus wie beim Hammer. Ist es ein Hummer? Ist es ein Humvee? Ich weiß es nicht. Soll ein Humvee sein, Hammer. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, es ist ein schönes Spielzeug. Ist natürlich original verpackt, alles zugeschweißt. Deswegen die Soundeffekte. Können wir nicht zeigen, ist aus, weil Batterie ist nicht drin und weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt dürften. Ja, ist immer so fraglich, ne? Bis jetzt hat es geklappt, das eine Video wurde noch nicht geschnitten von uns, weil es wahrscheinlich nur ein, ja, also ein Geräusch ist. Ist nicht ein Soundeffekt wie damals bei Star Wars, genau, wo die dann auch gesprochen haben. Ne? Genau. Es war auf Englisch, ist es nicht aufgefallen, es war aus den Filmen, aber man lernt ja dazu, ne? Man lernt dazu. Ja, ihr habt hier auf jeden Fall die Möglichkeit da, ne? Den Alarmknopf, das ist ein sehr schrilles Geräusch. Schönes Fahrzeug. Schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Die Rückseite, ja, Unterseite ist schwarz, deswegen da ist nicht so hier aus dem Film der gute Robocop. Ja, und ihr könnt auch hier die Motorhaube aufmachen. Anscheinend hier unten kommen die Batterien rein. Ihr habt noch mal natürlich was zum Abschießen. Ihr wisst ja, ne? 1890er ist Krieg im Kinderzimmer. Da hat alles zum Abschießen. Definitiv. Da gab es nichts anderes. Ist der Wandel. Wollten wir auch mal machen. Ein Video von dem ganzen Spielzeug, wo man weit mit schießen kann. So einen kleinen Wettbewerb. Ne? Da wollten wir so viel machen. Ne? Ja. Wahnsinn. Es geht alles immer ein bisschen unter. Da geht echt ein bisschen unter. So. Das ist, weil so viel Zeug rankommt. Und auch die Zeit. Ich war auch längere Zeit krank. Ja. Ein Moment, da fehlt mir was. Ich mach mal kurz die Tür zu, bevor von Nachbarn irgendwas hört. Das muss man jetzt nicht. Genau. Reicht schon, wenn ich schon mal im Hintergrund in den Videos rumlaufe. Herr Gaso heute, er guckt sich ein Video an von der Hörmich und hat mich da wohl irgendwo im Hintergrund sehen wieder. So. Ja, wie er da im He-Man-Raum da rumrennt. Ja, ja, supergeil. Ist mir nicht aufgefallen. Also, ja, ich werde überall beobachtet. So. Sehr gut. Hättest du ein Nerd-T-Shirt anziehen müssen? Nein, Spaß. Wir werden nicht gesponsert von nichts, davon mal abgesehen. Ne? Wir kriegen ja für nichts Geld oder sonst was. Genau. Wir machen halt alles just for fun für die Sachen, wo wir halt Spaß dran haben. Genau. Und bei mir sind es halt die ganzen Retro-Figuren. Genau. Apropos Retro-Figuren, geht weiter. Und zwar, ja, von einer meiner Lieblingsfirmen, die es leider nicht mehr gibt, der Firma Kenner. Da werdet ihr in Zukunft, da werde ich auch nochmal mit dem Black ein Video machen, weil ich kriege da noch 2 original verpackte Figuren zu. Das ist Silverhawks. Kennt ihr Silverhawks?
1986 lief damals, ja, auf Sat.1 um 7 Uhr morgens. Ich habe mir extra als Kind dafür den Wecker gestellt um 10 vor 7, bin aufgestanden, habe mich ins Wohnzimmer geschlichen meiner Eltern und habe dann Fernsehen geguckt, weil ich unbedingt, die Serie finde ich absolut genial, wirklich. Die Figuren natürlich, ja, kann ich verstehen, wenn einer da gar keinen Bezug zu hat, sind, mein Gott, was ist das für ein billiges Plastikspielzeug? Leider so gut wie gar nicht, so gut wie gar nicht mehr zu bekommen. Und wenn, dann zahlt ihr da horrende Preise für. Leider ist es so. Ja, hier haben wir Basson, einer von den Bösen. Ich wollte jetzt nicht genau nochmal darauf eingehen, das machen wir mal separat im Video. Es gibt ja hier mit dem blauen Symbol, da ist nochmal da die Figur im Hintergrund abgebildet. Finde ich sehr schön. Also ich bin froh, dass ich auf jeden Fall 4 Figuren habe. 2 kriege ich noch. Hier ist die erste Wave, die Guten und die Bösen. Ja, die Figur ist von 1900, da unten steht's, 86. Ist wirklich eine Rarität, Silverhawks, die überhaupt noch zu bekommen. Des Weiteren geht's weiter mit Silverhawks und das ist quasi Copper Kid. Ja, ihr seht's, der ist quasi ja, von der Karte runtergenommen und zwar, könnt ihr es erkennen, hier oben ist Kenner. Das heißt also, die Figur war, habe ich mich bei der Verkäuferin bestätigt, die war verkehrt rum irgendwie eingecased auf der Karte. Das war ein Fehler und er hat die damals abgenommen und wollte die eigentlich dann aufmachen und sich hinstellen, hat die Figur aber nie aufgemacht und ihr seht es, ja, da sind keine Abriebe, irgendwas dran. Also es ist nicht aufgemacht, nicht gespielt. Interessant wäre ja, mit der Originalkarte gekriegt zu haben, wenn die verkehrt rum drauf gewesen wäre. Natürlich richtig geil gewesen. Ja, aber man macht sich ja keine Gedanken nochmal. Nee, überhaupt nicht. Dann mach ich doch ab. Richtig so nach dem Motto. Allgemein früher, da hat man eine Packung gekriegt, hat das Ding aufgerissen und man war glücklich. Richtig, da hast du dir keine Gedanken gemacht. Ich finde es super, auf jeden Fall Copper Kid zu besitzen. Ich mag diesen glänzenden Schimmer. Und ihr kennt ja bestimmt von den 70er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er, C-3PO von Star Wars. Ja, der hatte auch diesen Metal-Stil, genau wie Hurricane Hordak von den Masters. Ja, ich habe ja nur den C-3PO von den neuen, wo der so matt ist. Und ich möchte gerne auch noch so einen glänzenden. Ich glaube, mit diesem grünen, den grünen Card. Kann sein. Aus den 90ern oder nee, nee, oder nee, 2000er noch. Nee, 80er. 70er, 80er. Nein, das mit diesem grünen Card im Hintergrund. Ach so, das, die kriege ich. Da gibt es noch, die diese Glänze. Ja, besorgen. Also den, ja, den aus den 70ern bzw. 80ern, der hat auch diesen Stil gehabt. Ich weiß gar nicht, so, ja, die sind schon beweglich und die hatten eine Funktion, wenn man die Beine zusammen, dann können die Flügel auch aufgehen. Also auf die Serie werden wir dann mal demnächst eingemächt die anderen Figuren ab. Ja, und ihr könnt es sehen, also wirklich, der ist nicht rausgenommen worden. Der ist so drin. Ja, finde ich sehr schön. Trotzdem. Ja, was geht's weiter? Dann würde ich sagen, gehen wir mal von... dann fangen wir von hier links weiter. Wen haben wir hier? Ja, da haben wir einen Roboter von den Gargoyles. Ja, das war meine absolute Lieblingsserie zu der Zeit. Also ich suche auch noch immer, ich hoffe, dass die Leute, die DVDs machen und so, da vielleicht Lizenzen kriegen, dass sie die nochmal auf DVD rausbringen, die Gargoyles. Möchte ich unbedingt haben, bekommt man aber leider nur in Englisch. Genau, es gibt 3 Staffeln, leider nur auf Englisch. Ich hätte sie auch, vor allem, weil das eine Serie war, fast schon für Erwachsene. Ja, weil die Stories waren weiterentwickelt. Und zwar weiterentwickelt, das meine ich damit. Man hat damit also, dass zum Beispiel Xanatos und Fox auf jeden Fall, sie war als Attentäterin, die Gargoyles jagen sollte. Und nachher haben die beiden sich verliebt, haben geheiratet, haben ein Kind bekommen. Und ihr versteht, was ich meine. Es ist nicht einfach nur irgendeine Serie. Es geht also weiter. Es ist eine richtige Geschichte dahinter. Und auch so Liebesgeschichten und so für zwischen zwei, also wie es da weitergeht. Finde ich, als Kind fand ich es doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, als Kind war das für mich immer so, nee. Aber als Erwachsener finde ich das richtig gut. Also ich habe am Anfang immer direkt, wenn die Musik kam und der Sound und die Musik und der Vorspann, habe ich immer Gänsehaut gekriegt. Bis heute noch. Finde ich richtig geil. Geil, es ist auch mega. Ja. Was haben wir hier? Das ist quasi der Roboter. Ich hatte immer gesagt, wir sind die Gargoyles, die Ritter der Nacht, meine ich. Ne? Irgendwie, den genauen Lauter kriege ich jetzt, müsste ich mir nochmal angucken. Kriege ich jetzt nämlich nicht mehr hin, leider. Ja, auf jeden Fall Goliath. Ist er der Anführer der Gargoyles gewesen und Xanatos, der Böse, wollte dann unbedingt, hat es ja Roboter gebaut, die so ausgesehen haben. Wir haben auch schon mal vor Jahren, ich glaube vor einem Jahr, zwei Jahren, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, haben wir auf jeden Fall mal ein paar Figuren gezeigt, original verpackt und auch diese Figur ausgepackt, fällt mir gerade ein. Deswegen, da müssten wir auch dann nochmal ein Video von machen. Da kommt auch nochmal ein Video von losen Figuren, die ich auch noch habe, müssen wir auch dann mal zeigen.
Ja, hier könnt ihr es auf jeden Fall die Rückseite sehen. Vielleicht kriegen wir nochmal ein komplettes Gargoyles-Video hin. Das kriegen wir. Ja, das kriegen wir hin. Da ich nämlich da noch was du nicht weißt. Und zwar habe ich da, wie gesagt, 5 Figuren noch ausgepackt. Ja. Im guten Zustand. Komplett mit allen Waffen und so. Und da könnte man nochmal die anderen Figuren hinzuholen. Dann machen wir nochmal ein komplettes Video mit allen drum und dran. Sie habe ich auch komplett. Ja. Deswegen, Dämona. Ja, was nur von der Karte? Von wann sind die? Ja, 95. Hm. Ah ja, also die sind also bis 95. Ja. Dann haben wir mal eine Figur, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Kennt kein Mensch mehr auf dieser Welt. Und zwar, ja, VR Troopers, das ist hier ein Bösewicht. Gab es auch mal ein Videospiel. Im Prinzip ist das Äquivalent zum Power Rangers. Es gab halt die Power Rangers, die kennen Power Rangers, die kennt jeder. Und dann gab es noch VR Troopers, lief auch irgendwie sonntags im Fernsehen, waren 3 Jugendliche, auch so Karatekämpfer und gab es so böse. Ist nichts Besonderes. Ich wollte aber die Figur gern haben, weil ich fand diesen Roboter immer gut und den hatte ich damals nicht und den habe ich jetzt günstig bekommen. Das hier ist alles, was es davon gab. Ist gefloppt, die Serie. Kenne ich auch nicht. Also. Nee, das wird kaum einer kennen, deswegen wird es auch nochmal am Rande. Ist von 94, steht hier unten drauf. Das sind die 3 Guten, das sind die 3 Bösen, paar Fahrzeuge, das war's. Mhm. Aber ich wollte es gerne auf Sammlerstück eine Figur wenigstens davon haben. Ja, dann kommen wir zu einer Serie, die ich auf jeden Fall sehr viel davon habe. Und der Gute hat mir gefehlt. Und zwar von X-Men. Magneto. Genau, Magneto, wie ihr auch immer nennen wollt. Sehr cool. Wie gesagt, diese Figur hat mir noch original verpackt gefehlt. Jetzt brauche ich noch Xanatos sage ich hier. Das war wie heißt er? Genau, wie heißt er? Jetzt komme ich gerade noch. Mr. Sinister. Und ja, dann bin ich eigentlich mit denen, was ich haben wollte, durch. Es gibt davon verschiedene Figuren. Das ist allerdings, meine ich, die erste, die rauskam. Die habe ich mich auch als Kind gehabt, habe ihn immer noch. Aber ich wollte halt nochmal original verpackt auf Karte haben. Ja, hier seht ihr, was dann so rausgekommen ist aus der Serie. Welche Figuren? Ja. Von wann ist der gute? 1900. Da unten steht es. 93. Ja, das kommt so hin. Die kamen. 92 kam die Fernsehserie, habe ich auch immer sehr gern geguckt. Ja, dann kamen die Figuren raus. Ja, dann zu etwas, wo ich sage, mega cool, dass ich endlich eine Figur vom Besitzer. Ja. Ich habe die beiden Staffeln davon. Die jetzt wieder auf DVD rausgekommen sind, Kops. Ne? Ich habe, glaube ich, noch zwei Hörspiele davon. Ach, Hörspiele habe ich auch noch. Ja, die waren aber nicht so gut. Ja. Die waren nicht so gut, die Hörspiele. Ja, Cops, die Figuren zu bekommen ist verdammt selten mittlerweile. Schwierig zu bekommen, wirklich schwierig. Das ist eine sehr strange Figur. Ich kenne sie auch nicht aus den Zeichentrickfilmen. Ich habe die beiden Staffeln, habe mir alle Folgen angeguckt. Ja. Habe ich keinen blassen Schimmer von, wer er sein soll. Keine Ahnung. Nightmare, Albtraum, okay. Was er auf jeden Fall dabei hat, er hat hier so Knallplättchen dabei. Ja, sicher auch. Die müsst ihr irgendwo wahrscheinlich hier reintun. Gucken wir uns gleich mal die Rucksäcke an, dann könntet ihr den wahrscheinlich knallen lassen. Das könnt ihr hier oben, hier ist so ein Schlitz. Ja, genau. Denke ich recht. Mal. Könnte gut sein, ja. Auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ich finde die Figuren sehr cool. Die müssten von 86 oder so sein. Ich gucke jetzt mal drauf, weil auf der anderen Rückseite seht ihr, da mit dem Plättchen, da komme ich gleich zu. Einmal hier unten, hier habt ihr die Guten. Und hier habt ihr die Bösen quasi drauf. Und hier habt ihr diese komische Knallfunktion. Aber guck mal, dann hast du noch so ein Ding dabei, oder was? Ja. Peile ich nicht so richtig. 1988 von Hasbro. Aber finde ich sehr cool, wenigstens eine Figur davon besitzen zu dürfen. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen mehr dazu. Ja, dann haben wir auf jeden Fall von den New Adventures. Da habe ich zum Beispiel noch Nocturna. Nocturna kommt in dem Hörspiel, wird er nur mit Namen erwähnt, in diesem einen Hörspiel, was es gibt, was ja keiner Master-Fan wirklich gut fand. Nocturna wird nur kurz mit Namen erwähnt, der schöne Nocturna. Gut, ich finde ihn jetzt schönes. Relativ. Gut. Ja, ein asiatischer Kämpfer irgendwie, würde ich sagen. Karatekämpfer, Bogenschütze, wie auch immer. Hatte ich noch nicht, habe ich jetzt. Ja, ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den New Adventures finde ich das hier vorne finde ich ganz cool, dass hier noch die Figur dabei ist. Und ihr seht auch gleich, der Torso vergilbt lang leicht dabei. Ja. Die Cardbacks
ist von der ersten Wave, jetzt fehlen mir von der ersten Wave, fehlt mir ganz ehrlich nur noch zwei Figuren. Wizza und Hoff oder Hope oder wie er auch immer heißt, keine Ahnung, die beiden fehlen mir. Darius gab es nie, ist nie rausgekommen, gab es auch keinen Prototypen, meine ich von. Ich wüsste es nicht, dass es den gab. Die anderen besitze ich alle davon, von daher ja, fehlen mir noch zwei, dann habe ich die erste Wave wenigstens. Also ich möchte wenigstens die erste Wave komplett haben. Ja, und dann haben wir noch wieder einen He-Man. Warum wieder einen He-Man? Ja, ihr wisst ja, dass ich den New Adventure He-Man, ja, den Space He-Man schon habe, mit der Kassette dabei. Und ich bin da günstig dran gekommen, da habe ich gesagt, da komm, dann nehme ich ihn mit. Also, ne, ich meine, er hat jetzt keine Kassette dabei, dann muss er, ja, dann ist er eine andere Variante. Ja, ja. Ja, Black sagt schon. Ich muss immer innerlich wieder grinsen, weil es schon ein paar Jahre her, und dann sagt er, ja, ja, die neuen He-Man-Figuren, also die da rauskamen, die rauskamen, die haben mir ja überhaupt gar nicht gefallen. Jetzt hat er also alle bis auf zwei, ne? Von den New Adventures, ja. Stimmt, das habe ich mal vor ein paar Jahren gesagt, die brauche ich nicht. Ja, ich will nur die Vintage, die Original-Vintage. Genau. Ne? Ja. Okay. So viel dazu. Ja. Ja, und ihr seht es, endlich meine Figur. Könnt ihr sehen am Arm. Da gehen nicht so die Pusteln raus. Also der ist nicht mit den Weichmacherstellen, weil ich habe den schon zweimal, also einmal habe ich ihn ja nochmal original verpackt und ich hatte ihn damals, vor 15 Jahren habe ich ihn schon mal gehabt, habe ich ausgepackt und selbst da hat er die Weichmacher im Arm drin gehabt. Mhm. Der hier anscheinend nicht. Deswegen finde ich es besonders schön als Sammlerstück, dass da noch nicht hier diese ganzen Weichmacher draus kommen. Finde ich ganz gut. Und das Plexi-Zeug ist natürlich immer schön. Ja, die Cardback, warte mal, das muss die erste Wave sein. Dann ist das sogar die erweiterte Wave. Mhm. Ja, stimmt. Das ist die erste Wave und das ist die erweiterte. Und dann gab es noch eine dritte. Ah, ich krieg's auch nicht mehr genau, wie viel Wave. Aber lange ging es nicht. Die Serie war nach 2 Jahren zu Ende. Ja. Was haben wir dann noch? Dann habe ich noch bekommen, sehr schön, die Werbeprospekte auf Deutsch, Nummer 3 und Nummer 2. Sehr, sehr schön. Ich blicke da einmal rein, wie das so aussah. Ist das nicht cool? Ja. Snake Mountain. Ja, mega cool. Roton. Wunderschön. Die Figuren, die damals erhältlich waren, so als Werbeplakat so dabei. Ja, dass die Kinder halt so, ach, guck mal, den hätte ich noch gern. Und ach, guck mal, der ist auch gut. Und ganz viele Modelloks, damit man was bauen kann. Ja, noch mit Gewinnspiel dabei und warum ist, ja, Spico ist gefesselt hier mit irgendwelchen durchsichtigen Bändern und Triglops soll wahrscheinlich eingefroren darstellen, hat aber eine Tüte im Kopf geworfen. Ja, okay. Gut, so war es halt. Hat ja noch keine Computerbearbeitung. Nein, da war noch keine Computerbearbeitung. Das ist ja so wie bei Augsburger Puppenkiste, wenn Wasser war, war es eine Tüte, die bewegt worden ist. Stimmt. 87? Und der hier ist von 86. Ja, sehr, sehr cool. Und guck mal, hier sind noch die Hörspielkassetten, die da rausgekommen sind. Ja, 87, klar. Dann sind die beiden Hörspielkassetten da rausgekommen. Und da ging es ja dann schon fast dem Ende zu. Ja. Also, wunderschön. Warum steht denn da 2 von 87? Haben sie mal 87 vor... 87 Seiten? Ich weiß nicht, Nummer 3. Ist es ja ein Magazin, vielleicht kam das jeden Monat raus. Ich weiß das gar nicht. Kann ja sein. Das weiß ich gar nicht. Schreibt es mir mal drunter in den Kommentaren, wenn ihr es wisst. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ich hatte damals als Kind 2, glaube ich, oder 1, ich weiß es nicht. Man hat da immer rumgeblättert. Aber die sind ja in wirklich gutem Zustand, weil, ach Gott, hier noch die Matchbox hier mit den Hot Wheels, genau. Das Krokodil hatte ich sogar und den hier. Ja, Leute, jetzt schweife ich wieder ab da wollen. Ja. Oder was, kennt ihr das noch? Wenn ich schon dabei bin. Das ist auch super. Die Masken hatte ich damals auch. Ich hatte Hordak zum Beispiel oder von King Hiss. Ja. Da konnte man sich die Masken so aufsetzen. Heute sehr begehrte Sammlerstücke. Also auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Oder ja, die Fahrzeuge habe ich alle original verpackt, bis auf den Fright Fighter. Da gucke ich auf dem Messer, ob ich den krieg. Und jeder, der mir da in den Weg kommt, der wird zur Seite geschleudert. Na, nur Spaß. Also das nochmal, ups. Ja, was jetzt so nochmal dazugekommen ist,
einige Projekte dann, würde ich sagen. Ja, und ja, Neustart sozusagen. Ja. Neustart haben, auf jeden Fall Neustart wird auf jeden Fall sein. Silverhawks, da werde ich sehen, dass ich einiges zusammenkriege. Und auf jeden Fall, wenn ich nochmal hier vom Kopf was kriegen sollte, da werde ich dann auch zuschlagen. Ja. Und das war's für heute. Ne? Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Hoffen, hat es euch gefallen. Jo, bis dann, ciao.